Ralf, stopp! Jetzt reicht es. Jetzt red ich. Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe von Fressen mit Krischan. Und heute gibt es ganz leger Abendessen. Ich esse hier 2 Brötchen oder 2 Schrippen mit französischer Knoblauchwurst, die ich sehr, sehr gerne esse. Ich kann euch ja mal das Paket hier zeigen. Da haben wir dieses Wurstbrät, die Packung oder die Verpackung. Jetzt ein bisschen angerissen, sieht man nicht sehr viel. Aber es ist französische Jagdwurst aus dem Hause Kaufland. Sehr lecker. Ich habe es früher auch in diesem roten Netto, jetzt nicht mehr, zumindest nicht bei meiner Familie, die ich in der Nähe habe. Was ich sehr schade finde, ich esse hier ein Senne, kostet allerdings so knapp 3 Euro, das Ding fast, das kriegt ein bisschen da. Wie viel Kilogramm hatten die hier? 350 Kilogramm, ohne K davor. So, aber wie gesagt, äußerst lecker. Dazu gibt es mal wieder hier diese wunderschöne rote Wasser. Und als Nachtisch habe ich mir gedacht, fresse ich hier so knallt Milchquark-Speisegericht, nämlich Leckermäulchen. Noch so ein Überbleibsel aus Ossi-Zeiten, wo die Mauer noch stand. Ich hab's Leckermäulchen immer. War richtig lecker. So, thematisch geht's heute um, ja, was ich von Wahlen in Deutschland halte. Darüber möchte ich heute reden, während ich esse. Ihr wolltet ja die Fressvideos haben, ich krieg's auch. Deshalb sage ich erstmal guten Appetit. Ja, erstmal bitte schön was Leckeres zu futtern. Das sind übrigens ganz frische Brötchen vom Kaufland. Die waren auch richtig warm. Da sind die sowieso am besten. So. Was also halte ich von den Wahlen in Deutschland? Also natürlich im politischen Spektrum, diese Bundestagswahlen, Landtagswahlen, wie das Scheiß halt heißt. Was denke ich darüber? Wahlen sind für mich ein Scheißdreck. Die sind nichts wert, absolut nichts. In meinen Augen. Das ist nichts weiter als Augenwischerei. Mir ist eine Illusion. Die Illusion, die uns vorgegaukelt wird, dass wir tatsächlich etwas zu melden hätten. Dabei wird aber eine grundlegende Frage völlig vergessen. Wenn ein Mensch Macht besitzt, und Politiker besitzen ja auf eine gewisse Art und Weise Macht, uns gegenüber zumindest, wenn ich jetzt ein Alu-Träger wäre, würde ich sagen, so Obus-Marionetten, aber ihr seht, ich trage keinen Aluhut, von daher. Es ist völlig ausreichend, wenn ich sage, dass die Politik uns gegenüber eine ziemliche Macht haben. Und die wollen sie natürlich nicht mehr hergeben. Ist ganz klar. Ne? Weil, wenn ich jetzt als Mensch, sag ich mal als Beispiel, wenn ich jetzt als Mensch die Möglichkeit hätte, den anderen zu kontrollieren, warum sollte ich ihm die Macht geben, mir diese Kontrolle zu entziehen? Da gibt es ja keinen Grund zu. Und von daher sind Wahlen für mich natürlich auch Wischerei. Weil die Politiker müssten ja schön bescheuert sein, wenn sie dem Volk, dem sie eigentlich dienen sollten, quasi die Macht geben würden, dass man ihnen die Macht wieder entzieht. Das ist totaler Quatsch. Ja? Und wenn man das Ganze jetzt mal wirklich so sprichwörtlich auseinander nimmt, was passiert denn bei einer Wahl? Man gibt seine Stimme ab. Und wenn man seine Stimme abgegeben hat, hat man ja keine Stimme mehr. Man hat ja nur eine. Und wenn die weg ist, hat man nichts mehr zu melden. Und so ist es auch nach der Wahl. Wenn die Wahlen vorbei sind, haben wir nichts mehr zu melden. Bis zum nächsten Wahlprognosen-Dingenskirchen ist da. Also bis zur nächsten Wahlperiode oder Legislatur, wie man die Scheiße da nennt. Dann nehmen wir wieder eine Stimme ab, die wir eigentlich gar nicht mehr haben. Von daher ist für mich die Aussage, dass Leute, die nicht wählen gehen, die sollen sich halt nicht darüber aufregen, wenn das Ergebnis scheiße ist. Im Grunde völlig falsch.
Weil wer nicht will, geht, behält ja seine Stimme und darf sich dann zu Recht darüber aufregen. Ich persönlich bin der Meinung, und da hat auch Nicolo vor einer Weile mal in den Stream gesagt, sollten diejenigen sich nicht beschweren, die wahlen gegangen sind. Denn die haben ja das Übel gewählt. Ja? Apropos Übel. Jetzt könnte man ja behaupten, wir haben ja keine andere Wahl, als uns zwischen dem kleinen und dem größeren Übel zu entscheiden. Und da stellt echt mal die Frage, warum muss ich mich überhaupt für irgendein Übel entscheiden? Ne? Dann geh doch lieber gar nicht wählen. Im Jahr 2013, falls sich noch der eine oder andere daran erinnern kann, bin ich mal tatsächlich wählen gegangen. Dann kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen, wen ich gewählt habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe bei keiner Wahldings, also bei keiner großen Partei ein Kreuz gemacht. Weder bei der AfD, noch bei der CDU oder den anderen üblichen Verdächtigen. Ich habe irgendwas klingelt gewählt und die Stimme abgegeben. So. Was ist daraufhin damals im Jahr 2013 passiert, als alles vorbei war? Da hieß es dann plötzlich, die Wahlen müssten irgendwie wiederholt werden, weil es da Unstimmigkeiten gab und so weiter. Das ging die ganze Weile so. Ich glaube, über mehrere Tage hinweg oder über so 2-3 Wochen oder so, wenn nicht sogar noch länger, war man sich halt nicht einig, was aus den Ergebnissen geworden ist. Irgendwie war da ist da was schiefgelaufen, bla bla bla. Ich vermutlich bin, also ich persönlich denke, dass irgendeine Koalitionspartnerschaft nicht zustande gekommen ist, die man eigentlich haben wollte. Ganz ehrlich, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Ergebnisse bei einer Wahl eh schon feststehen. Alles, was hier politisch passiert, passiert nicht ohne Grund und ohne Nachdenken. Und auch gerade aktuell diese ganze Geschichte mit den Grünen, dass da die Baerbock bald Kanzlerin geworden wäre und jetzt plötzlich so in den Keller abgesunken ist, halte ich nicht für zufällig oder dass es gerade schief gelaufen ist, halte ich für eine inszenierte Scheiße. Ne, da kann man ja sagen, was er will. Dann komischerweise haben jetzt wieder alle anderen Parteien, die vorher wieder immer groß im Geschäft waren, wie die CDU zum Beispiel, wieder ihre Zahl zurückbekommen, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe. Also entweder ist das gerade das Spiel gewesen oder man hat tatsächlich nach einem Fehler gesucht und ihn auch gefunden, der dafür gesorgt hat, dass halt wieder die großen anderen Parteien ihre Stimmen wieder bekommen. Ne? Also eins von denen kann nur möglich sein. Ich möchte mal an dieser Stelle eine andere unschöne Tatsache mal den Leuten ins Gedächtnis rufen. Ja, eine andere unschöne Tatsache ins Gedächtnis rufen, die sich auch klar traut auszusprechen, weil wir ja nur noch auf Emotionen reagieren, aber nicht auf Tatsachen. Jetzt vor kurzem ist ja so gewesen, dass jetzt das Rentenalter ab 2050 oder so auf 70 erhöht werden soll. Ja, also sollst halt bis arbeiten, bis du 70 bist. Ja? Natürlich regt man sich jetzt darüber zurecht auf, ist ganz klar. Weil ich finde, irgendwann ist mal wirklich Schluss, weil wer kann mit 70 noch die gleichen körperlichen Leistungen bringen, die meisten heute bringen. Das ist total Quatsch. Du kannst auch mit 70 nicht mehr so konzentriert arbeiten wie mit jüngeren Jahren. Ich meine, irgendwann ist ja die Energie dafür komplett weg. Deswegen ist ja diese Scheiße mit der Rente und ab 70 ohnehin eine ziemliche Farce. Ich meine, wenn wir all die Leute in Arbeit gesteckt hätten, die zu uns gekommen sind, und die hätten natürlich auch Beiträge ins Rentenalter ein, mit in den Rentenkasse mit eingezahlt, wäre alles kein Problem gewesen. Dann könnten wir auch tatsächlich früher Rente machen. Aber anscheinend ist das nicht so beabsichtigt.
So, natürlich kommt dann auch irgendwann das Gespräch auf mit Leuten, die habe ich auch schon oft genug erlebt, die rumgeheult haben, warum Rentner heutzutage so wenig Geld für die Rente haben und Flaschenpfand sammeln gehen müssen und bla bla bla. Und dann wird gleich wieder rumgeheult und dann wird gleich wieder die Opferschiene hier fahren, bla bla bla. Jetzt will ich ja die Sache nicht irgendwie schlecht oder schön reden, weil ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass sie ihn verdient hätten. Aber jeder ist ja seines eigenen Glückes Schmied. Und leider ist es bei den Rentern genauso. Solange ich mich erinnern kann und auch mitbekommen habe, auch von Erzählung anderer Menschen, mit denen ich mich im Leben bereits schon ein paar Mal getroffen habe und die mir Sachen so erzählt haben, war unsere Politik schon immer gegen uns gerichtet, seit Ende des Zweiten Weltkriegs und auch davor schon. Ne? Immer gegen die Deutschen. Und jeder Mensch, sag mal, der zumindest halbwegs bei Verstand ist, bekommt das natürlich mit. Was hat man aber trotzdem gemacht? Man hat trotzdem immer wieder die gleichen Parteien gewählt. Weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, dass die Ergebnisse ohnehin schon feststehen. Aber tun wir mal so, als ob es nicht so wäre. Die großen Parteien, die wir heute kennen, sind schon jahrzehntelang im Amt und die wurden halt immer wieder gewählt. Immer und immer wieder. Obwohl die Politik eindeutig gegen das eigene Volk richtet. Und wie gesagt, das hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht geändert. Ne? Ich kann mich an keinen Politiker erinnern, der sich tatsächlich mal geschafft hat, sich für das deutsche Volk einzusetzen, ohne dass ihm danach irgendwas passiert ist. Bei einigen Politikerabtritten, die es versucht haben, habe ich so meine Zweifel, ob die tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben sind. Das sage ich jetzt ganz klar offen raus. Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich habe da so eine Ahnung, dass es halt unliebsam ist. Und was unliebsam ist, wird sowieso meistens aus dem Weg geräumt. Ne? So. Wenn jetzt also die Menschen damals, die heute noch leben, so clever gewesen wären, hätte man ein bisschen nachgedacht, dann wären sie auch nicht wählen gegangen. Dann stellen wir uns mal vor, niemand geht wählen und plötzlich haben wir die typischen Ergebnisse im Fernsehen. Dann plötzlich würde der Schwindel auffliegen. Aber man vermittelt ja den Leuten so eine Art Demokratie und dass sie was zu melden hätten. Hauptsache, die haben so ein zufriedenes Gefühl darüber, dass sie was wichtig getan hätten für sich. Dem ist aber nicht so. Und deshalb gebe ich persönlich einen Fick auf die Wahl. Das Problem mit den Rentnern ist folgendes. Die waren auch mal jung. Die waren auch mal zukunftsorientiert. Ja? Die hatten auch die Möglichkeit, sich die Frage zu stellen, was kann ich meinen Kindern und Enkelkindern für eine Zukunft ebnen, die auf uns zukommt. Geht's mit der aktuellen Politik? Geht's nicht. Aber so ist der Deutsche ja nicht. Hauptsache arbeiten und Geld verdienen. Und das war schon immer so. Das ist eine Mentalität, die schon immer in uns drin war. Hauptsache arbeiten, Hauptsache Geld verdienen. Ja, wie? Und der bewahrheitet sich heute immer noch. Wenn man sich jetzt mal so Assi-Sendung anschaut, wo dann wirklich Leute wirklich bereits auch den größten Scheiß mitzumachen, um irgendwie Geld zu verdienen. Hauptsache sich selbst aufzuopfern, sich selbst extrem mehr als offensichtlich zu versklaven. Auch in einem Job, der einem nicht passt. Schon so oft erlebt, gehört, dass so viele Leute mit ihrem Job unzufrieden sind, aber Geld muss ja irgendwo herkommen. So macht man sie zum Lohnsklaven. Und wie gesagt, das war früher schon genauso. Die Leute haben damals, so bin ich der Meinung zumindest, hier genauso wenig über die Zukunft nachgedacht, die sie ihren Kindern und Enkeln hinterlassen, wie es heutzutage der Fall ist. Und deswegen konnte alles so schlimm kommen. Weil ich persönlich bin der Meinung, jedes andere Volk wäre schon längst auf die Straße gegangen und hätte es hier richtig ordentlich Krawall gemacht. Und der hätte sich nicht länger bieten lassen, was hier gerade abgeht, was mir jetzt offensichtlich ist. Wir sind inzwischen so dermaßen abgestumpft und verblödet, dass man selbst offensichtliche Betrügereien einfach schulterzuckend hinnimmt und sagt, wir können eh nichts dagegen machen. Da muss man sich mal vorstellen, in Relation von Anzahl Politiker zum Anzahl Volk, ist eine kleine Minderheit, die es schafft, ein ganzes Volk ins Verderben zu stürzen. Ja? Das nennt man Oligarchie übrigens, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ja? Und von daher habe ich inzwischen nicht mehr so viel Mitleid mit alten Leuten, wenn ich sehe, dass sie Flaschen sammeln, weil sie hätten den Weg deutlich für uns Jüngere auch schon besser ebnen können, wenn sie nachgedacht hätten. Die machen genau den gleichen Fehler wie wir heute. Wir denken nicht mehr nach. Ja? Wir lassen es bloß noch geschehen. Hauptsache, wir können weiterhin vom Fernsehen sitzen, weiterhin unser Fressen im Supermarkt kaufen, als anderes ist scheißegal. Aber für eine verbesserte Lage sorgen ist nicht drin. Lieber opfern wir rum und heulen rum, wie schlecht es uns geht, ohne tatsächlich praktisch was dagegen zu unternehmen. Außer alle 4 Jahre, wenn wir einen Wahlzettel ausfüllen dürfen. Dann kommen wir uns plötzlich wichtig vor und hinterher können wir da rummeckern, oh, das hätten wir vorher nicht gewusst, bla bla bla. Ich meine, im Laufe der Zeit
haben sich so viele Zitate von Plieker eingesammelt, die sie gegen die deutsche Folge gerichtet hatte. Das ist echt Wahnsinn. Unter eben meiner Videos hat ja mal einer meiner Kommentatoren und Stammzuschauer ja mal die ganzen Zitate aufgelistet. Und die sind alle schon mehrere Jahre alt und wahrscheinlich auch schon mehrere Jahrzehnte Jahre alt. Ja? Und man, wie gesagt, man hält es den Leuten wirklich direkt vom Kopf, wie so ein Spiegel. Ne? Hält ihnen den vom Kopf. Die sagen im Grunde einfach nichts weiter zu uns, als ihr seid so dermaßen blöd und ihr wisst, lässt euch sowieso nicht auf den Wert. Wir können weitermachen wie bisher. Und das ist, was mich so ankotzt. Ja? Und diese Wahlen sind die beste Mittel dafür, damit man das eigentlich verstehen sollte. Weil, wie gesagt, wer sollte dann eigentlich die Müdigkeit dem Volk gehen, sich selbst abzuwillen, wenn man so offensichtlich Scheiße baut mit dem Volk? So wie es gerade jetzt passiert ist oder mal wieder passiert oder immer noch passiert, je nachdem, wie man das gerade auslegen möchte. Machen wir mal ein aktuelles Beispiel bei den Grünen. Und Frau Baerbock, ne? Die ja ihr Lebenslauf, also meines Erachtens, wie ich mitbekommen habe, komplett gefälscht hat. Ne? Oh, tut mir leid. Und alle so, ach ja, verziehen. Ne? Dann ging es finanziell darum, dass Geld irgendwie unterschlagen wurde oder was in der Richtung war, so mehrere tausend Euro. Oh, tut mir leid. Ja, verziehen. Und dann ist da übrigens irgendwann mal Fälle, dass Angestellte gekündigt werden, weil sie selbst einen Pfandbon irgendwie eingelöst haben oder so für sie selbst eingelöst haben und in der Richtung. Und dann wurden die sofort entlassen oder weil sie mal immer zu spät gekommen sind. Es hat immer wieder diese Scheißmentalität, dass hier gewisse Menschen in hohen Positionen so viel Scheiße bauen können, wie sie wollen. Und dann entschuldigen sie sich, ja, weil es wahrscheinlich nur geheuchelt ist. Und dann sitzt der Otto Normalverbraucher da und denkt sich so, ja, hat sie entschuldigt, kann man ja mal verzeihen. Ne? Aber wenn du das als Otto Normalverbraucher machst, dann kriegst du einen riesen Arschtritt. Na, wieder diese schöne Hierarchie von oben nach unten und so weiter. Ne? Das ist einfach total zum Kotzen. Und wie gesagt, bei dieser Wahlillusion denken wir tatsächlich echt, wir hätten was zu melden. Nein, haben wir nicht. Es ist nicht weiter als Augenwischerei. Ja, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Stimmen schon längst feststehen, ne, wie das weitergeht. Ne, und ab und zu blickt man ja oder bekommt man ja auch so einen Einblick darüber, wie das so abgeht. Ja, wie gesagt, man kann uns das ja wirklich direkt sagen. Ja, wir werden von Lobbyisten regiert, ihr könnt euch da nicht machen, blablabla, wir sind alles verlogene, korrupte Schweine. Das könnten die so direkt sagen und den Deutschen würde es nicht interessieren. Es würde ihn nicht interessieren. Und das ist echt traurig. Und deshalb gehe ich garantiert nicht wählen, ja. Und da brauchen auch Kinder kommen, ja, die nicht gezählten Stimmen kriegen ja dann irgendwelche anderen Parteien. Dann ist das schon mal sowieso Wahlbetrug. Wenn ich keine Stimme abgebe, wie kann dann bitte jemand eine Stimme bekommen, wenn sie nicht abgegeben wurde? Ja, das ist doch Widerspruch in sich. Da kann doch nur Beschiss sein davor. Da kann es doch nur Beschiss sein. Aber logisch denken mit den Menschen da draußen, das ist ja wohl da viel zu viel verlangt. Ja. Also für mich steht fest, Wahlen ist für mich für immer tabu. Das Einzige, was wir machen können, ist abwarten, was passiert. Weil mehr wird auch nicht passieren, außer abwarten und Tee zu trinken. Der Berg Juröll, der jetzt den Berg runterrollt, der ist sowieso nicht mehr aufzuhalten. Da bin ich mir absolut sicher. Ich weiß nicht, was in den nächsten Jahren passieren wird. Ich weiß auch nicht, wie es passieren wird. Aber ich bin davon überzeugt, dass es noch eine richtig große Katastrophe bevorsteht in den nächsten Jahren. Auf welche Art und Weise auch immer. Ob wirtschaftlich, ob politisch, gesundheitlich, das wird sich alles in den nächsten Jahren zeigen. In den nächsten, meine persönliche Prognose in den nächsten 2, 3, ja, sagen wir mal bis 5 Jahren, wird es ja ordentlich krachen. Und da kann auch so vielerlei Arten passieren. Und letzten Endes ist der Mensch daran selber schuld, der hier lebt. Und sich alles gefallen lassen hat und nicht agiert hat. Und ich zähle mich leider dazu. Ich bin leider auch nicht der Typ, der irgendwie was versucht, dagegen zu unternehmen. Ich erzähle bloß darüber. Ich bin genauso ein feiger Schlafschwanz wie die anderen auch. Es fehlt einfach am völkischen Bewusstsein. Das ist das Problem. Ne? Inzwischen stoßen wir uns aber alle gegenseitig immer ab. Es hat aufeinander zuzugehen. Ja, wie unterschiedlich auch unsere Meinung sein, oder so egal, wie unterschiedlich auch unsere Meinungen sein mögen, genau. Das wollte ich sagen.
Ne, wir stoßen lieber ab, gerade im Internet sieht man das sehr oft. Und die waren jetzt irgendwo das beste Beispiel dafür. Gegen AfD, gegen AfD. Ja, und gegen CDU und gegen SPD. Man muss sich einfach mal ein komplettes Gesamtbild anklicken, wie die sich da gegenseitig in die Pfanne hauen. Das ist echt heftig. Und das zeigt einfach nur, diese Feindschaften, die da passieren, dass die Wahlen auch nicht weiter sind, als das Volk weiter zu spalten. Und solange, wie man nicht bereit ist, über die Andersartigkeit eines anderen hinwegzusehen, mit der Schulter zu zucken und zu sagen, gut, der hat eine Meinung, als Ecke. Aber er scheint trotzdem in Ordnung zu sein. Solange wird nichts passieren, in der Hinsicht, dass wir uns tatsächlich von dieser Gruppenpolitik befreien, die wir hier gerade annehmen. Und selbst dann muss man sich die Frage stellen, wie geht es danach weiter? Jetzt mal angenommen, wir würden jetzt die Politik stürzen, nur als Beispiel. Wir schaffen hier einen Putsch, einen völkischen Putsch zu arrangieren, der die ganzen Politiker aus dem Bundestag hinausjagt. Wie auch immer, ich will nicht zu irgendwelchen Straftaten auffordern, garantiert nicht. Nur so als Beispiel. Wir würden jetzt tatsächlich uns von der Politik befreien. Wie geht es danach weiter? Wem können wir denn noch vertrauen, der weiß, wie man ein Volk tatsächlich führt und zufriedenstellt nach den heutigen Maßstäben? Ich meine, man muss ja dafür sagen, dass hier keine Anarchie ausbricht. Stell mal vor, wir hätten keine Politik mehr hier. Dann würde die Anarchie ausbrechen, weil ohne Politik keine Gesetze. Und da wo keine Gesetze ist, bricht Anarchie aus. Und da ist dann die Frage, wer hat die Möglichkeit, am nächsten zu überleben bei dem Scheiß, der dann hier abgehen wird. Ja? Und wie geht es denn danach weiter? Wie wird der Frieden wiederhergestellt? Kommen denn die Nächsten an, die uns in den Arsch treten politisch, oder kommt tatsächlich mal einer an, der sagt, okay, jetzt wollen wir mal ein bisschen was für das deutsche Volk tun? Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube für eher, dass der Deutsche sich inzwischen selber einen schon hasst. Und sich dadurch alles gefallen lässt. Ich sehe leider keine rosige Zukunft entgegen, wenn wir uns alles wirklich weiterhin fallen lassen. Ich hoffe nur, dass ich nicht mehr mitbekommen muss. Ja, gut. Ich denke mal, da ist zum Thema Wahl alles gesagt. Bin fertig mit Essen, ich bedanke mich für Zuschauen. Ja, plötzlich durch ein Brot mit Wurst. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, wenn ich dir das recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.